Also ich muss sagen, ich finde die Story schon echt super gemacht und auch mit den zwar ein bisschen vorhersehbaren Twists, aber ist schon sehr nice. Also das wäre ja jetzt ein kurzes Spiel gewesen, wenn wir hier Bill Williamson schon eingefangen hätten. Und auch, dass man nicht nur in den USA spielt, sondern dass es eben auch wirklich nach Mexiko geht. Das landschaftlich, glaube ich, auch so ein bisschen... Sieht natürlich ähnlich aus, aber ist schon so ein bisschen anders auch. Und natürlich auch... Hallöchen von den ganzen... Wow! Lass mich mein Pferd in Ruhe! Jetzt! Das ist ja... Das ist ja unglaublich. So, eigentlich wollte ich einfach nur diesen Krempel hier einsammeln. Oh, Red Sage, das war ja perfekt. Brauchen wir ja auch noch für die eine Nebenmission. Also man kann auch wieder in die USA zurückkehren, wenn man jetzt die Mission in Mexiko anfängt. So ist es nicht. Also diese Nebenmission mit den Blumen geht uns jetzt nicht verloren. Die können wir auch später noch abschließen. Ich glaube, man kann mit den Postkutschen auch zwischen den Ländern hin und her fahren. Muss ich aber nochmal ausprobieren, wie das geht oder ob das geht. Aber ich meine ja. So, blümchenmäßig ist hier jetzt nicht mehr. Ach, schade. Oh, ich hab was. Boom, Baby. Na gut, Wolfspelz und ich glaube die Fänge oder die Zähne von denen schnappen wir uns immer. Die sind auch ganz gut was wert. Ich glaube, großartig brauchen tun wir die nicht. Die könnte ich auf jeden Fall verkaufen. Ich weiß auch gar nicht, ob es irgendein... Oh, da sind noch mehr... Oh, lock mich! Mistviecher. Gibt's ja gar nicht. So, du noch. Was ich eigentlich sagen wollte, ich glaube, es gibt im Inventar kein großartiges Limit. Also die Sachen werden gestackt und ich glaube, ein Limit gibt es da nicht großartig. Sonst hätte ich ja jetzt schon wahrscheinlich ein großes Problem, den ganzen Krempel im Inventar zu behalten. Nee, lass mal. Oh, sag mal, was ist denn hier los? Oh, das ist wieder ein Puma, oder? Meine speziellen Freunde. Oh, komm schon, wie weit ist denn das? Also, es war ja schon ein Stückchen, aber... Wuppapapa, da war wieder was zum Einsammeln. Einsammeln. Ah, nee, das ist aber wieder nur dieses Wild Fever View, oder? Jo. So langsam weiß ich schon, wie der Krempel aussieht. Komm her. Let's move it. Das Gefühl, ich bin meistens nachts unterwegs. Irgendwie total Käse. Och, wer heult denn hier wieder rum? Das ist auch keine Ruhe hier. Was geht? Oh, wow! Oh, wow! Oh, wow! What the hell? Die sind auch gut was wert, die Viecher. Thank you so much. I thought I was a goner for sure. Don't mention it, miss. Ich habe sie getötet. Ui, da mache ich viel Kohle hier. Lecco mio. So, und du noch? So. Pferdchen. Pferdchen. Wo ist mein Pferdchen? Gut. Okay, hat das da schon immer gestanden? Habe ich gar nicht gesehen. Aber egal, so wieder eine gute Tat vollbracht. Ist man von mir nicht gewohnt, ich weiß, weil ich ja immer alles auf böse spiele. Zumindest
zu 99%, aber hier möchte ich doch der Good Guy sein. Weil Johnny Boy ist mir ja schon sympathico. Und hier war doch, glaube ich, wieder gerade was zum Sammeln. Ah, das könnte auch was Interessanteres wieder sein. Ja! Das brauchen wir. Wunderbar. Ein Traum. So, was haben wir denn jetzt? Wie viel haben wir denn jetzt? Wild Fever View haben wir mehr als genug. Red Sage haben wir jetzt auch genug. Jetzt brauchen wir nur noch 2 Desert Sage von dem Zeug. Dann können wir die Mission abschließen. Ich glaube, dieses Wüstenblümchen ist gar nicht so leicht zu finden. Muss ich schon mal gucken. So, Freund, dann wollen wir mal gucken, ob du uns da hinbringen kannst. Aber ich sollte es vielleicht erstmal nochmal markieren. Nöt. So, da wollen wir hin. Uiuiui, das ist eine Fahrt. Wie er da reinslidet, ein Traum. Gut, aber das will ich natürlich auch wieder nicht komplett sehen. Komm schon. Genau, Skip to Destination. Er hält hier sowieso gerade an. Super. Nee, das muss ich jetzt nicht komplett haben. Wuhu! Juri! Dann wollen wir mal. Was? Was fühlt sich nicht richtig an? Ist doch alles okay. Ah, da unten ist er. We shall be together in paradise. Ah, yes, well, that's what makes you such an interesting fellow, Mr. Irish. Ah, Mr. Marston, I've come to wish you well. How are you, sir? I'm okay. It seems that our friend Mr. Irish here is well connected south of the border. Oh, it's true. They love me down there. It's like a second home. I've got more friends than you could shake a stick at, should you so desire. So you know the way? Oh, it's easy. We just get on me raft here and let the current sweep us away to paradise. Come on then, Dobby. I'm not sure your idea of paradise and mine are quite the same, Irish. Relax, we'll have a great time and we'll find your man Williamson, no bother. I hope so. Hey, come on now. Look at it this way. I know we ain't exactly old pals, but you know, have I ever done you wrong? No, but not through lack of trying. Hey. Well, you boys have fun down there. I shall miss you, John Marston. Thank you. Where are you headed? Oh, me? Oh, London, or Paris, or maybe Peking. I'm a traveling man, sir. This land is much too small for the likes of me. Well, try not to get yourself killed. Oh, well, yes, we men of science are not a very loved bunch in this land of myth and superstition. I'm off to the civilized world, where men like myself are revered and given medals. Ha! Hmm. Have fun. The same to you, sir. The same to you. Nice of you to turn up for once, Irish. What do you mean? In usual fashion, you conveniently missed all the action of Fort Mercer. What can I say? I woke up with me head in a pair of tits, and it felt ill-mannered not to get reacquainted with him. At least you got your priorities straight. You know me, Johnny boy. I'll be late to me own funeral. They say God invented whiskey to stop the Irish from ruling the world. Well, you're here now. I can't swim, you know. Me neither. But a current like this will carry you for miles. We'll end up on shore sooner or later. Scheiße, somebody doesn't like this. Das war so klar. Oh shit. Come on. Nein. Oh, dieser Abschnitt. Der. Da erinnere ich mich dran, ging mir auch ziemlich auf die Nüsse damals. So. So, Freunde. Jetzt geht's rund. Ich will
Du hast ja tolle Freunde, Irish. Die haben dich total lieb. Okay. Nein. Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Da bist du. Komm schon. Ja, ja, ich sehe sie nicht. Ja, ich will Munition. Mist. Eine Floßfahrt, die ist lustig. Wie gehst du denn ab hier? Ich weiß nicht, ob die noch auch von der anderen Seite kommen, aber ich glaube ja nicht. Das wäre ja die USA-Seite. Eigentlich dürften sie nur hier links sein. Ja, also mit dem Revolver ist irgendwie... Mit der Pistole ist irgendwie gar nichts auszurichten. Zumindest nicht viel, aber... Ich hab mit dem anderen kaum... kaum Munition. I recall it was something to do with money, and possibly some misunderstanding about a fella's daughter's wanted details. So, da vorne geht's nochmal rund. Wow, 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 wow. Hey, Freund Nase. Nicht gut. Schon. Boah, wie viele kommen denn da noch? Das gibt's ja gar nicht. So viel Munition habe ich gar nicht. Schon, komm, schon, komm, schon, komm, schon. Schatirp. So, hier muss man ein bisschen manuell zielen, sonst wird das hier nischt. Boah, der trifft mit dieser Pistole nischt. Das ist total Depri. Wieso treffen die mich denn hier? Komm schon. Nein, 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 nein. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Oh, Kacke. Oh, ich wusste, dass ich diesen Abschnitt hasse, aber die kommen hier echt... Boah. Ohne Ende. Okay, gut. Ab hier wieder. So, versuchen wir mal so ein bisschen weiter zurückzuhalten. Komm schon. Yes. Ja, muss man richtig ins Gesicht zielen, damit es die niederreißt. Ja gut, ja, da links dürfte uns eigentlich keine Probleme mehr bereiten, aber da vorne wird es wieder haarig. Ich weiß nicht, wo ich gescheit decken gehen soll, damit die mich da nicht so gut treffen. Weil hier ist sonst keine gute Deckung irgendwie. Hier geht's ja noch, aber sobald ich da vorne bin, habe ich ein Problem. Boom, Baby. So, da vorne kommt mein Problem. Jawohl. So, Freunde der Nacht. Wenn ich wenigstens von diesem fucking Floß runter könnte, aber er kann ja nicht schwimmen. Dieser Saftsack. Oh, shit, Mann. Wo zur Hölle soll ich da in Deckung gehen? Ich habe diesen Abschnitt schon beim ersten Mal durchspielen gehasst wie die Pest.
Guck mal, ob ich hier hinten vielleicht bei Irish irgendwie so ein bisschen mehr Deckung kriege. Komm raus. Komm raus. Jawohl. So. Ich hasse diese Stelle da vorne. Das kotzt mich an. So, mal gucken, ob ich mich hier gescheit irgendwie... Nee, das ist genauso beschissen, wenn nicht noch beschissener. Wo zur Hölle kann ich da gescheit in Deckung gehen, ey? Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. So, Irish, von mir kannst du abgeknallt werden, ist mir auch egal. Da ist die Mission zwar auch im Arsch, aber egal. Hey, schöner Abflug. Ach, komm schon. Also deswegen schieße ich nicht mit Pistole oder Revolver, weil der eh nichts trifft. Der Dödel. Ach komm, du willst mich doch verkackeiern hier. Da trifft doch meine Oma! Ich kapier's nicht. So, Freunde, gut. Dann müssen wir das jetzt so machen. Ich hoffe, ich habe genug Munition für euch. Weil ansonsten komme ich, glaube ich, hier nicht durch. Komm, 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 lade. Jawohl, jawohl, sehr schön. Damit. Kommt schon, Leute. Damit. Komm, 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 komm. Nein, 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 nein. Oh, das ist nicht wahr. Das doch gar nicht. Ich meine, es muss ja irgendwie machbar sein, aber ich habe keine Ahnung wie. So, ein bisschen weiter nach hinten. Ich habe keine Ahnung. Jawohl, so, dann du noch. Jawohl, so, jetzt mal ganz locker bleiben. Nee, also manchmal kapiere ich dieses Spiel nicht. So, dann probieren wir es nochmal mit dem Teil. Jawohl. Bleibst du liegen. So, jetzt muss ich gucken, dass ich die ziemlich früh abknalle. Bevor die überhaupt die Chance kriegen, sich irgendwie in Deckung zu begeben. Nice, nice, nice. Jawohl. So, die da vorne sind das Problem. Triff ihn! Gott! Komm schon, komm schon. Ja, 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 ja. Jetzt sieht's gut aus. Jetzt sieht's gut aus. Ich glaube, jetzt haben wir's. Jawohl. Sehr schön. Ja, genau. Das frustriert sich jetzt schön. Wunderbar. Jetzt sind wir ganz gut in Deckung, glaube ich. Ja! Ja! Yes! Boah, was eine Geburt! Meine Fresse! Drecksabschnitt! They do! At least
the lassies do. Oh, them big brown eyes turn stone into butter, they would. And the Mexicans know how to make a bottle of liquor, too. Oh, that pulque? Now, there's a drink as would take the frost out of a frosty morning. Oh, you're gonna have some fun. I'm just here for Bill Williamson. Well, I'm glad to be back. This place is a wild devil's paradise. Apart from the fellas trying to kill you. Down here, they call me El Rato, the cat, on account of his stealth and cunning. I'm pretty sure Rato means rat, my friend. I like it, though. A little more inventive than Irish. Well, you Americans never were very creative with your use of language, was you, John Marston? El Rato, na, das passt doch wenigstens.